Lebenswächter werden auch ewige Bäume oder Bäume der Ewigkeit genannt und sind von Aydin erschaffen worden, als sie damals das Leben auf die Insel brachte. Ihre Aufgabe ist es, die Flora und Fauna der Insel zu beschützen. Es gibt verschiedene ewige Bäume auf Jorvik, zum Beispiel den auf dem Vogelscheuchenberg, die schlafende Witwe, der Baum auf dem Firgrove-Berg, die singende Eibe auf Südhoof, der Wächterbaum in Wildwoods und noch mehr, die wir auch zum Teil noch nicht kennen. Heutzutage schlafen die meisten dieser Bäume, da sie kraftlos von der Ausbeutung der Natur sind. Ihre Wurzeln jedoch erstrecken sich über ganz Jorvik und sie kommunizieren so miteinander. Einige Wurzeln reichen sogar bis nach Pandoria. Diese Wurzeln bilden ein magisches Reisenetzwerk, das sogenannte Haingeflecht. Dieses liegt nicht auf Jorvik und nicht in Pandoria, sondern bildet die Schwelle zwischen diesen beiden Welten. Aktuell ist dieses jedoch gestört, da, wie gesagt, einige Lebenswächter krank oder sogar tot sind. Manche Wurzeln haben sich auch unwissentlich mit Garnoks Ranken verwoben, was auch dazu führen kann. Unsere Aufgabe wird es sein, die kranken Bäume ausfindig zu machen, zu heilen, um so das komplette Haingeflecht wiederherzustellen. Wenn man einen Lebenswächter um Hilfe bittet, wie wir es zum Beispiel bei der Rettung von Lisa getan haben, muss man eine Gegenleistung erbringen. Meistens wird der Bittesteller in einen Lignos verwandelt, jedoch kann man natürlich auch andere Bitten des Lebenswächters entgegennehmen. Denn Lignos sind Menschen, die von dem Lebenswächter in Bäume verwandelt werden und diesem dann dienen. Ob dies wirklich Bäume sind oder baumähnliche Lebewesen wie der Lignos in Wildwoods, dies ist uns bisher noch nicht bekannt. Falls ihr noch Fragen, Ergänzungen oder ähnliches habt, schreibt dies gerne in die Kommentare und teilt auch gerne eure Theorien dazu. In der People, all the noise. They asked me why, but I didn't have a choice.